Geht dann an die Herren, liefren, den ungebremsten, ungehemmten, am nicht raisonablen Wurstum, als auch Schuld und der Wohnungsmisere. Der Mangel von bezahlbarem Wohnraum geht genauso auf die Kosten von der Politik. Wir haben hier hören, an unserem Präsidentsinger Ausspruch, dass pro Jahr 10.000 bis 15.000 Leute beikommen hier am Land. 2% wird gesagt von der Bevölkerung. Das ist evident, wenn 10.000 bis 15.000 Leute beikommen, und dürfen wir auch nehmen zwei an der pro Koppel, wie viele Wunschen das da möchte, die müssen auf den Markt kommen, und dass die Produktion von Wunschen einfach nicht kann mitteilen. Es wird immer gesagt, Offer am Demand, die sind an Desequilibre, wir schaffen nur unter Offer, aber wir müssen noch unter Demand schaffen. Und auch das als Resultat von einer mehr equilibrierten, mehr raisonablen Politik, wie wir als ADR so wollen machen, dass man das Problem auch über die Weg an den Griff können kriegen. Was auch schon diskutiert ging, hier, auf ganz vielen Plätzen, über das Logement. Vom Jean-Claude Juncker sind im Moment un, wo er zur Chefsache erklärt wird, also richtig spielt aufgegangen. Du hast Probleme richtig angefangen. An das Regierung hat Altnäs nicht nur nicht gemacht für die Sache, entgegenzuwirken, wir sollten am Kontrolle lauter Decisionen geholt, die die Wunnen Medaille machen. Ich komme ein bisschen mehr am Detail drauf zurück. Den absoluten Kumpel wäre aber, wie sie so an ihren letzten Atemzug, enfin der Reine, eine Debatte an der Chambre lanciert haben über die dritte Problematik, eine Konsultationsdebatte. Eine Konsultationsdebatte, die möchte am Anfang von einer Regierung. Die möchte für Gewürze gehen, an was für eine Richtung wollen wir gehen, was für eine Mesure sollen wir holen, und nicht zum Schluss von einer Regierung. Das ist einfach eine Frechheit. Kommt, wir gucken mal, für was das die Möbel so teuer gehen. Es sind hauptsächlich mal staatliche Maßnahmen. Und da mal die allerwichtigsten, die allerregelsten, die kann Abfluss von Steuern. Ihr wisst, dass wenn ein Immobil verkauft wird, 7 bis 10% Enregistrement und Transkription fällig. Egal, ob den Immobil mehr teuer gehen oder mehr teuer gehen, ob es so gemerkt gehen, ob es besser gehen, sind immer 7 bis 10% fällig, außer der Fall vom billigen Nackt, und ob der billigen Nackt kommt nicht auch nach. Das bedeutet, wenn ich ein kaufe für 300.000 Euro, dann kostet mich der 321. Wenn ich also das Studio verkaufe, dann so nicht mehr, man hört mich da 321 kascht. An den zweiten, den ich kaufe, der bezieht dann die 321, ich spreche nicht von einem anderen Preis aus. Plus 7%, der hat dann 344. Aber an den engen Stärk sieht man, das Studio ist mir nur zu klein, ich kaufe mir etwas anderes, aber ich spreche nicht von so einer Plus-Value. Da seht ihr sich schon 344.000 Euro bezahlt für das Studio. Er verkauft also ganz ungern unter dem Preis. An den, den er kauft, den dritten, bezahlt für genau dieselbe Studio 360.000 Euro. Wir sehen also, dass allein nehmen durch die dritte Steuer bei dem drei Verkauf den Immobil von 300 auf 370.000 Euro mit teuer gehen lassen, ohne dass den E-Fast besser gehen lassen, ohne dass ein Plätscher ersetzt gehen lassen. Da kann ich so ein ja, das gibt schon Steuerbefreiung, den billigen Akt. Das ist ein ganz gutes Mesure. Alle Menschen kriegen 20.000 Euro Enregistrement geschenkt. Das entspricht einer Akquisition von 286.000 Euro, bei einer Koppel rund 570. Mit dem Todo, der auf 2002 angefordert, hat seitdem nie mehr verändert. Da wissen wir ja, wie die Preise gekommen sind zwischen 2002 anhaut. Das heißt, dass Leute sich immer mehr können leisten, weil sie immer mehr Steuerbefreiung können geltend machen per rapport zum Preis. Und das ist etwas, wo ich denke, dass das Partei sich ersetzen sollte für den dritten Tor, genauso wie die Steuertabelle, mindestens inflationsbedingt anzupassen. Was geht nach Steuern? Das ist schon gesagt. TVA. An einem einzigen Tag wird diese Regierung die Wunschten halt zu Lützeburg, Mietwunschten, um 14% Medaille gemacht. An einem einzigen Tag. 3% Steuern kriegen den, ob sie in Baukästen, an nicht mehr noch Baukästen,
bis 375.000 Euro pro Objekt an den irgendeinen Mensch wohnen geht. Alles darüber, an alles, was verloren soll gehen, sind 17%. Wenn ich also heute das Gejammer höre, Preise und Leute geben aus dem Runterlaufen, da kommt man vergessen nicht, dass Schneider und Büttel, Gramenia und Bausch für alle Regenmol Käste vom Bau ganz genau 14% herabgesetzt haben. Und dann ist es eine Frechheit, enfin die reine Konsultationsdebatten zu feiern, was ich kann, gegen Teilisch mehr. Mit dem sind die staatlichen Mesuren, die Preise treiben, nach gut nicht abgezählt. Die wichtigste ist die Dauer an Kästen von der Prozedur. Ich kann ein Beispiel nennen. Was muss eine Tüde gemerkt werden, dass ein Scheuer kann aufgerabt werden, wo können drei Wohnhäuser entstehen? Von der Fledermaus-Studie, von der Wasserstudie, von dem Monument, die muss kommen. Meinten, Jahren getrunken, gedoktert. Das kostet alles Geld. Zeit kostet Geld. Die Prozedur kostet Geld. Und zu guter Letzt geht der Bau mit euch. Es sind im Moment gesagt 30.000 Logements an der Pipeline. Das heißt, an PRPen, die an der Prozedur sind. Wenn die Knut gibt abgehen von den Prozeduren und gibt nur zwei Drittel davon etwas gehen, dann hätten wir 20.000 Wünschten mehr. Und das gibt auch den Preis selbstverständlich erwirken. Mit das sind keine Lösungen, die Linkpolitiker interessieren. Sozialisten, die machen lieber Präemptionen, Verkaufsrechte. Und nur die neueste Idee von der LSAP ist, Verkaufsrechte nicht zu dem Preis, den ein anderer will gehen, mit Verkaufsrecht zu dem Preis, den ich will gehen, sagen wir, der Preis. Das ist nicht ernst, das für ein Kerl und ich noch. Kerlenteignungen, das ist das Spezialgebiet von der LSAP. Lesungen von vier Gästen für Probleme von Yves Mäh, wie also Präsident ganz richtig gesagt hat. Und dann ist es flott von den aus der Fraktion Gauche Kaviar aus der Stadt, die man im Wohnraum hört. Wir als ADR, wir sind die unmoralischsten Menschen von der Welt. Du wirst zu RTL als bekannt dafür, dass sie regelmäßig mehr oder Männer aufgehalten haben, Politiker, Möglichkeit geht, kurz für eine 8 Uhr ihre Mosch dabei zu drohen und ihre Frust von der Lung zu schwätzen. Wobei das Konservativste, was da jemals geschwert wird, werden ganz ehrenwerten LSAP-Deputierten Robert Goebbels. Das ist das Absolutierste, was da der schwätzen. An Heinz, du hörst den da noch verständlich sagen. Mit dieser Freitag wird Herr Ben Fayo, früheren Deputierten, Papp vom Deputierten Fayo, Papp von der Gemeinde Conseil Fayo, gemengt, über Eis hier zu fällen, weil wir an der Fläschiergas, an einem Lokal von 20, 25 Meter Kare, das war seit Jahren Eidelstung, ein Bürgerbüro mit Fanshop abgemacht. Sein erster Reproche, Gesetz verbietet, der PAP verbietet. Der PAP sieht, wo ein Geschäft drauf wäre, da muss auch ein Geschäft bleiben. Ich einfach für dich mal politisch und nicht juristisch. Die P sitzt um Helligkeitsplateau an einem Centre Commercial. Dort drüber hat ein Tribunal de Commerce seit Jahren der sich Sitzungssaal an Appartement. Die P sitzt heute im Boulevard de la Petrus an einem Geschäftslokal. Die EU-Kommission hat schon Geschäft Gili aufgelöst. Und direkt vis-à-vis von Eisenbürger Büro, als ein best connected, ein best bekannten Immobilienagent, die da Pignon sur Rue hat. Mit mir sind die Teilstadt von die Märchen, dass der ADR hier schuld an der Lotstadt verweist, dass da gar nicht mehr los ist. Wir sind responsabel für den Verfall von der Altstadt. Was vergisst du zu sagen, als du weg hier Geschäft? Da war nichts. Da war ein knastig Rollwert. Da war grob. Und da war das Leben. Du weißt, was man dem Bürgerbüro machen. Als Equipe aus dem Zentrum und aus der Stadt, alle als Member von den verschiedenen Kommissionen, können da ungetroffen von den Leuten, können da mit ihren Sorgen kommen. Und das hat leider schon gemerkt bei der Ouvertüre. Und die erste Frage, die kommt,
Das Danny Scher, früher mal bekannt als großen Büttel-Fan, hat mir einen Brief gebracht. Ich habe gesagt, was hält ihr heute von euch? Aber wisst ihr, was der Brief das war? Der Brief von der Stadt Lützeburg, dass ihr sozial wünscht, dass sie die Leute misstrauen, weil Stadt Lützeburg hat die Leute verkauft. Für die Nicht-Juristen, Verkäufe von einem Immöbel als kein Grund für die Kündigung von einem bei. Alle Proprietäre, die das probieren, gehen auf die Nussko. Der neue Proprietär kann wohl einen Egenbedarf gelten, aber nicht der Verkäufer. Stadt Lützeburg, die schwimmt ja an den Sozialwünschen. Ich meine, es sind ja Hunderte von Sozialwünschen, ich meine, es sind 300. Aber der große Masse aus Sozialwünschen, die zur Verfügung steht, ist natürlich wichtig, einen Architekt des Haushalts zu verkaufen und dann nicht her an einen anderen Wunsch zu transplantieren. Da ist den Leuten vielleicht nicht bewusst, was das für Stress ist für einen Menschen, wenn er muss plündern, wenn er verpflanzt wird, wenn er seine Sachen muss packen. Da ist denen nicht bewusst, das kennen die nicht. Da sagen sie, ja, das ist ganz schrecklich, dass so viele Wünschen zu anderen Zwecken gebraucht werden, wie als Wünschen. Das war. Ich habe schon ein Beispiel von am Wahlkampf, wenn wir ein bisschen durch Kartieren, wenn wir am Perfendal, da steht dann ein wunderschöner Resident. Er war tun nicht gestaunt, da ist ein Schild drin, Service du Logement de la Ville de Luxembourg. Die erdreisten sich, kippt das entretemps das Problem gelesen, das mit die erdreisten sich nicht. Für an ein Wohnresidenz Büro zu setzen, am ausgerechnet vom Service du Logement, und dann als Morallektionen zu gehen. Alle Respekt. Mais so sind Sozialisten von der Gauche, Caviar, Droit de Préemption, Enteignungen und so weiter. Und nur die beste Lesung, die sie immer promovieren, wir nicht nehmen sie. Auch die Blue Madonna ist auch dafür, und weder christlich noch sozial Madonna auch. Das ist dann dabei Amphitheotik. Amphi-Idiotik. So ehre kann, sie sollen das nehmen nicht machen. Weil was geschieht? Ich bezahle mein Haus, ich kriege den Terrain gelohnt. Aber wenn der Kontrakt river ist, gehe ich mein Haus zurück und ich kriege meinen Sohn zurück. Mehr auch nicht. Aber wenn ich entretemps verkaufe, dann wird der Staat oder die Gemeinde oder der Fonds de Logement oder wie auch immer, dann die Instanz, die mein Verkäufer ist, ein Verkaufsrecht. Und zwar nicht zu dem Preis, den die Möbel wert ist, mehr zu dem Preis, den ich bezahlt habe. Also allerbeste Fall kann ich so bei der Vetter, dass ich eine Präge mache, den ich remboursiert habe, ob den ich Zinsen bezahlt habe, wo ich eine Lebensversicherung aufschließen und so weiter, all die Freien. Am besten Fall kann ich so mal, das wäre eine gratis Leue. Oder das wäre kommt der Party davon, dass ich komme an dem Immöbel wohne. Mit dem Immöbel selber geht nie mein. Und das ist nicht ein legitimer Traum von allen Menschen, für Proprietär zu gehen. Aber wo wäre viel Leider, viel Jungleid hier am Land, wenn sie nicht könnten sagen, es sind Großeltern oder Urgroßeltern oder Älteren, die man können an dem greifen, die das Haus verkaufen und mit denen so kann ich mir beslechten. Wo wären wir an einem kommunistischen Land, wo nach Schuss Wohnraum zugewiesen wird, und nicht mehr an einem freien Land, wo Eigentum noch etwas wert ist? Ja, Facilité l'accession sociale, sagt der Französische Logements-Staatssekretär, den Herr de Normandie, Julien de Normandie, an nicht recht. D'accession sociale geht auch darüber, dass ich mir kann für einen reasonablen Preis etwas leisten, etwas ausschärfen, etwas remboursieren und später um meinen Kanner, um meinen Kanzkanner 4 Uhr gehen. Das ist in dem Fall so, wie ich Werte an unserer Gesellschaft gesehen und Werte an einer Familie gesehen. Die Hauptursache, haben wir gesagt, von manchem, das ist Zuwanderung. Offer an Demand. Da müssen wir die Lesungen finden. Männer Demand und natürlich auch mehr Offer. Auf der Offerseite denken wir an Sachen wie der Portage Français. Der Portage Français ist der Contraire von bei Amphitheotik. Der Portage Français, da bezahle ich mein Terrain, ich bin Proprietär vom Terrain, aber ich bezahle ein Recht, was mein Haus bezahlt ist. Und das wäre es, was der Staat kann machen. Die Leitmäßigkeit gehen hier das Haus, nicht sein Haus, hier das Haus, um ein Terrain zu bauen oder hier ein Appartement zu kaufen. Aber wenn den aufbezahlt, also an 20, 25, und heute ist das so, heißt es 30 Jahre, da gehen sie Proprietär vom Terrain, da kaufen sie den Terrain. Anstatt dass sie losschauen müssen für die unwahrscheinlich hohen Terrainspreise so noch unterschreiben. Dann hätte man etwas gemerkt, was sozial wäre.
Dann hätte man etwas gemacht für die Ascension Soziale. An dürfen wir stimmen, als auch der. Sonst merci.